Eine Fahrt mit der Cottbusser Parkeisenbahn. Trotz Corona ist das möglich. Ein Grund: die Schmalspurbahn nutzt die Luca-App. Dieses Programm muss auf dem Handy sein. Mit dem Smartphone scannen die Fahrgäste dann einen QR-Code, der auf die Waggons geklebt ist. Die haben wir vor ein paar Tagen mal runtergeladen, schon alles ausgefüllt, die Daten. Und mal gucken, wir sind gespannt, wie es heute funktioniert. Was halten Sie von der App an sich? Eigentlich ganz gut, dann spart man sich den Schriftkram, man scannt sich ein und Handy hat man ja immer dabei. Die Luca-App ist kostenlos und kann je nach Smartphone für Android- oder Apple-Handy heruntergeladen werden. Nutzer müssen Name, Telefonnummer und Adresse angeben. Die Entwickler versprechen, dass die Daten verschlüsselt werden. Nur bei einem positiven Corona-Fall sollen die Gesundheitsämter Zugriff bekommen. Der Vorteil ist sehr eindeutig die digitale Nachverfolgung von Kontakten für den Fall, dass jemand positiv getestet oder eingeordnet wird und die entsprechende Mitteilung dann ans Gesundheitsamt kommt, sodass die Kontakte viel einfacher und zügiger nachvollzogen werden können. Die offizielle Corona-Warn-App kann das nicht. Zwar soll auch mit ihr bald der Check-in in Restaurants und Co. möglich sein, aber anonym. Damit ist sie kein Ersatz für Luca und ähnliche Programme. Die Skepsis gegenüber den Apps ist bei einigen groß. Ich zweifle einfach, dass die wirklich was bringt. Ich werde sie nicht installieren. Müssten halt alle mitmachen und alle ehrlich sein und sich eintragen. Es ist sowieso alles im Internet zu finden von mir. Wenn also jemand meinen Namen oder meine Telefonnummer hat, kümmert mich das nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Bei der Parkeisenbahn haben bereits in der ersten Woche mehr als die Hälfte der Fahrgäste die Luca-App genutzt. Die digitale Kontaktnachverfolgung. Ihr Erfolg wird auch eine Frage der Verbreitung sein. Handy-Apps zur Pandemiebekämpfung. Darüber spreche ich jetzt mit der Brandenburger Bundestagsabgeordneten und Netzexpertin Anke Domscheit-Berg. Guten Abend. Guten Abend. Erstmal allgemein gefragt, welche Rolle können denn Handy-Apps beim Kampf gegen Corona spielen? Eine Hauptrolle? Eine Nebenrolle? Sie sind nur ein Puzzlesteinchen und am allermeisten wirken wahrscheinlich alle anderen Prozesse, die wir zur Pandemiebekämpfung machen, angefangen bei unserem eigenen Verhalten. Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, das wissen wir. Aber auch von dem, was man sonst offiziell tun kann, von Testen, Impfen, alle diese Dinge, Lockdowns zur richtigen Zeit, wenn sie erforderlich sind, das hat wahrscheinlich den größeren Anteil. Das heißt aber nicht, dass man den potenziell Apps leisten können, völlig vernachlässigen kann. Das ist auch ein Baustein, der Nutzen stiften kann. Zur Kontaktnachverfolgung gibt es ja die Corona-Warn-App der Bundesregierung, dann auch noch die Luca-App, die eben vorgestellt wurde. Und auch Brandenburg hat schon Verträge mit den Betreibern der Luca-App abgeschlossen. Welche soll ich denn, jetzt frage ich mal als Technikleihe, welche App soll ich denn nehmen? Oder soll ich überhaupt gar keine nehmen? Also ich empfehle unbedingt, die Corona-Warn-App zu installieren. Ich habe die auch installiert. Die ist dazu da, den Abstand zu einer möglicherweise infiziert gewesenen Person zu messen und mich zu warnen, wenn ich zu lange in der Nähe einer solchen Person gewesen bin. Allein gestern haben 4.800 Menschen potenzielle Risikokontakte gewarnt. Die haben also auf schnellstem, direktem Weg, ohne Umweg über ein Gesundheitsamt erfahren, dass sie vielleicht sich selbst infiziert haben, können sich in Isolation begeben und andere davor schützen, sich auch zu infizieren. Also die Corona-Warn-App, ich kann andere warnen, andere oder ich können gewarnt werden und ich kann auch mein Testergebnis, wenn ich mich habe testen lassen, sehr schnell direkt in die App erhalten. Die Luca-App ist eine von sehr vielen Check-in-Apps, die es gibt. Es gibt inzwischen, glaube ich, an die 50. Warum man die eine jetzt staatlich durch alle Bundesländer oder sehr viele Bundesländer eingekauft hat, erschließt sich mir nicht. Ich glaube, das liegt hauptsächlich an dem Promi-Faktor von Smudo, der Fantastischen Vier, der die vermarktet. Sie ist unsicher. Sie ist sehr schlecht gemacht, sie erfüllt die Werbeversprechen nicht, sie ist also funktional eigentlich kaputt und ich glaube auch nicht, dass sie einen besonderen Mehrwert für Gesundheitsämter bringt. Sie wird noch mehr Daten liefern für Gesundheitsämter, die bereits jetzt nicht in der Lage sind, die Daten zu verarbeiten. Die sind überlastet, die versprochenen 5.000 mehr Mitarbeiter für Gesundheitsämter sind nicht gekommen, kein einziger. Und eine Check-in-Funktion wird auch die Corona-Warn-App bekommen, und zwar schon in der nächsten Woche. Die ist dann, auch wenn das jetzt relativ verspätet noch nachgerüstet wurde. Kurze letzte Frage. Was ist denn dran an dem Vorwurf, dass der Datenschutz so eine Effektivität der App verhindere?
Also diesen Vorwurf höre ich immer nur von Leuten, die von IT und der Funktionsweise dieser Apps gar keine Ahnung haben. Es ist ja erstens mal so, dass der Datenschutz auch eingeschränkt worden ist, sonst hätten wir die Listen in Restaurants ja gar nicht auszufüllen. Und zum anderen funktioniert die Corona-Warn-App ja deshalb so gut, weil sie direkt, schnell und pseudonym alle Menschen, die miteinander in Kontakt waren, warnen kann. Es braucht nicht den Flaschenhalt Gesundheitsamt. Sagt Anke Domscheit-Berg. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.